Also, wir sind bereit. Vergesst nicht, dass die anderen auch müde sind. Na, sollen sie nur kommen. Wir werden es denen zeigen. Okay, das sind ein bisschen mehr wie das letzte Mal. Ich bin General Keeper, Oberbefehlshaber der 3. Kompanie der Königlichen Armee von Highland. Ich kämpfe für die Ehre von Arus Blight, König von Highland. Ich bin General Solon Shi, der 2. Kompanie der Königlichen Armee von Highland. Du hast mich in der letzten Schlacht beschämt, aber das wird nicht wieder vorkommen. Niemand verlässt das Fort. Wir müssen diesen Ort um jeden Preis verteidigen. Da kommen sie. Let's fight. Tja, euch mache ich doch wieder fertig. Bali, erinnerst du dich an die Bedienelemente? Wähle die Einheit, die du bewegen möchtest. Ja, wissen wir doch. Als nächstes wählst du dein Ziel. Du hast es doch verstanden. Ja. Als nächstes wählst du deine Aktion. Ich glaube, im Augenblick wäre warten am besten. Ja, machen wir auch. So, kommt nun. Zwei, vier, sechs, acht gegen vier. Wenn das nicht unfair ist, ey, weiß ich auch nicht. Bali, hast du dich schon an das Kommandieren gewöhnt? Nun werde ich dir das Spezialmenü erläutern. Als erstes drücke Bestätigen auf einem leeren Feld. Ich werde jetzt die einzelnen Befehle erläutern. Zug beenden, beende deinen eigenen Zug und beginne den Zug des Gegners. Wenn du mir die Entscheidung überlassen willst, wähle überlass es Apple. Nee, das ist meine Kommandie. Und da wir eh warten sollen, machen wir mal Zug beenden. Dann bin ich ja mal gespannt. Lass mich mal ein bisschen nachdenken. Warten, aber es warten die. Jawohl. Die Feuersperre, verdammt, sie funktioniert nicht mehr. Was? Sag nicht so Sachen. What? What the fuck? Was? Ich kann es nicht glauben. Wie konnte eine solche Armee durch den Wald vordringen? No! Wo kommt die jetzt her? Idioten, folgt mir, vernichten wir sie. Und ich glaube, das geht ordentlich in die Hose. Ey, das schaffen wir niemals. Ah, die metzeln uns nieder, ey. Oh mein Gott. Boah. Komm, wahaha, ihr habt einen verloren. Oh. Kann man das überhaupt gewinnen? Ich glaube fast nicht. Jawohl, gut gemacht, Flick. Los, gebt euer Bestes. Ah, Scheiße. Verdammt. Los, ich bin dran, ich bin dran. Rune? Nee, Feuersperre.
Treffe ich da meine eigenen Leute? Ich hoffe doch nicht. Oh, verdammt. Okay, Memo an mich. Niemals an die eigenen Leute verwenden. Verdammt. Ey, das kann ich doch nicht gewinnen. Haha, trefft nicht, trefft nicht. Scheiße, das kann doch nicht. Es ist alles mein Fehler. Hohaha, Idioten, vernichtet sie alle. Niederlage? Nein! Das könnt ihr nicht machen. Das hätte ich geschafft. Oh Mann. Ha, es sieht so aus, als hätten wir nie eine Chance gehabt. Das Fort ist verloren. Alle tot. Trennt euch und lauft fort. Bist du verletzt, Bali? Du siehst unverletzt aus. Gut. Oh nein, Pilika. Wir müssen Pilika retten. Komm mit mir, Bali. Ich gehe mit. Klar, holen wir die. Danke, Bali. Gehen wir. Ich glaube, die Pilika war noch in der Hütte. Ich komm und rette dich. Oh weh, Gegner. Vereinigung. Das sollte eigentlich recht schnell gehen. Und rums. Ja, man merkt, so langsam fängt es an Spaß zu machen und wird richtig interessant. Wo führt das bloß hin? Na. Ach ja, ich vergesse mir dieses selbstheilendes Ausrüstungsteil bei Bali. Na komm, auf geht's. Jawohl, Level 10. Also langsam bekommen wir auch ein bisschen Geld zusammen. So, nicht zu hoch. Ah, jetzt kommt schon wieder einer. Verdammt. Ach, ihr habt doch keine Chance. Und weg damit. Autokampf sollte reichen. Was? Na komm. Und rums. Jawohl. So, nicht zu hoch. Ah, das werden immer mehr. Ich glaube, wir fangen an zu spinnen. Ihr wollt doch nicht, dass ich wütend werde. Bam. So, ich glaube, Pilika war oben in dem Hauptzimmer, wenn ich mich nicht irre. Jawohl, sauber, Joey. Ja, eine Vase. Okay. Oh Mann. Da ist sie ja. Und da ist Zucker bleibt. Schwächlinge ohne Rückgrat. Wer macht sich Sorgen, euch anzugreifen? Oh. Hilfe! Das ist ja Pol. Ich kann das nicht mehr hören. Staatsschweine. Boah, Alter. Wetzel aber den Pol lieber. Ja, arme Pilika. Sei still, du Balk. Du störst meinen Spaß. Radiazi, auf wie mit Gebrüll. Ah, nicht. Du Bike, ich stopf dir für immer das Maul. Aus, macht ihn.
Was? Du kamst, um dieses Kind zu retten? Ha, wirklich tapfere Worte. Ich will dir mal etwas sagen. Es gibt in dieser Welt schwache Männer und starke Männer. Die starken Männer nehmen alles und die schwachen Männer sterben. So ist die Welt nun einmal. Nun werde ich dir zeigen, wie es funktioniert, du Schwächling. Stopp! Stopp! Setzt euch ruhig hin und seht zu, Schwächlinge. So was geschieht, wenn du dieses Mädchen rettest. Denk lieber über deine letzten Worte nach, ehe du an der Reihe bist. Hä, du Balk, was ist los? Kannst du nicht reden? Wahaha, keine Sorge. Ich habe schon hunderte von Köpfen abgeschlagen und schaff das mit geschlossenen Augen. Alter, was für ein Tier, ey. Stopp, stopp! Wahaha, ich liebe diese Augen. So schwach, so von Furcht erfüllt. Wahaha, oh Gott, wie das liebe, wie ich das liebe. Nein, lass sie gehen, Alter. Ja, das hängt, danke. Was? Was ist los? Hier drüben, schnell, komm her. Ich habe alle Feuersperre in den Boiler im Untergeschoss geworfen. Sie werden jede Sekunde explodieren. Ha, der Victor, ey. Siehst du, nächstes Mal musst du sie besser schützen. Schnell, lauft. Wenn du es schaffst, geh nach Moos. Wir können uns dort ausruhen. Schnell, stirb jetzt nicht. Warum, du verdammter Kleiner? Mein Fort wird nicht in deine schmutzigen Hände fallen. Nächstes Mal werde ich auch nicht verlieren. Warte. Jawohl, Roms. Du wirst untergehen mit dem Fort, ey. Du. Ich werde dafür sorgen, dass du es bedauerst, diesen Tag überlebt zu haben. Wahaha. Alles in Ordnung, Pilliger? Was ist denn, Pilliger? Hey, Pilliger! 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 Sie kann nicht sprechen! Antworte mir, Pilliger, bitte Pilliger, nenn mich wieder Onkel. Keine Sorge, sie hat nur einen Schock, kluger hat doch nicht. Du hast recht, ich werde, dass du recht hast. Es ist alles in Ordnung mit ihr, ich bin sicher. Pilliger, Bali, dieser Ort ist nicht sicher. Beeilen wir uns, dass wir weiterkommen. Victor sagte, dass wir uns in der Stadt Moos ausruhen können. Es sieht so aus, dass wir dorthin gehen müssen. Oh Mann, ey. Es hat dieser Luca Blight und sofort auch noch. Es wird immer schlimmer, ey. Moos. Oh mein Gott, wo war Moos? Ich glaube, weit hinter Toto. So, ich überlege bloß gerade, wie schaut es aus mit den Rekruten. Lass mich kurz überlegen. Nee, ich glaube, die nächsten bekommen wir. Moment, lass mich nochmal was schauen.
Ich gehe nochmal zurück ins Söldnerfort. Vorausgesetzt, wir kommen zurück. Mal gucken. Ne, schaut schlecht aus. Okay, also doch später. Okay. Dann auf nach Moos. Schrecklich, 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 schrecklich. Die arme Pelliga. Hat der vor lauter Schreck die Sprache verschlagen, ey. Ja komm, ich werde doch mit den paar Vögelchen hier fertig. Ach verdammt, ich sehe gerade, die Formation passt nicht mehr. Sollten wir schnell ändern. Formation. Die Komaru muss nach vorne. Shiro steckt wie auch nach vorne. Kinesa kann hinten bleiben, da er Pfeil und Bogen hat. Okay. Dann nichts hier. Weg hier. Toto in Schutt und Asche. Rubé in Schutt und Asche. Und jetzt auch noch das verdammte Fort in Asche. Ah, die Schnuffelknäule. Was? Den einen hättest du auch erschaffen können. Jawohl. So. Ich müsste mal so langsam wieder speichern. War schon lange nicht mehr der Fall. Nicht, dass wir hier sterben, dann müssten wir alles nochmal machen. Das wäre nicht so gut. Aber soweit ich mich erinnern kann, war irgendwo nach Dorf Todo eine kleine Gaststätte, wo wir übernachten und speichern konnten. Werden wir gleich sehen. Jawohl, Level 11 schon. Du hältst geröstete Fischbälle. Wow, voll teure. Dorf, to. Was nur? Pelika, wohin gehst du? Es ist zu gefährlich für dich allein. Wo ist die jetzt hin? Pelika, hallo. Pelika? Hey, folgen wir ihr, Bali.